Das Fünf-Faktoren-Modell, auch Big Five genannt, wird in der Persönlichkeitspsychologie eingesetzt, um menschliches Verhalten zu erklären. Zwar lässt sich nicht jedes Verhalten vollständig nachvollziehen, aber es hilft dabei, die unterschiedlichen Verhaltensweisen richtig einzuordnen. Unser Verhalten hängt dabei ab von der Person, der Situation und natürlich den Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Personen und Situationen. Das Fünf-Faktoren-Modell hilft, wenn jemand ein unerwartetes, ungewöhnliches oder unerwünschtes Verhalten zeigt. Liegt es an der jeweiligen Situation oder an der Person? Wie kann man Konflikte vermeiden oder lösen? Wie setzt sich ein gutes Team zusammen? Was ist meinem Gegenüber wichtig? Ist er oder sie geeignet für diese Aufgabe? Während Situationen immer wieder neu entstehen, ist die Persönlichkeit eines Menschen in der Regel stabil und wenig veränderlich. Die Persönlichkeit ist aber nur ein Teil einer Person. Hinzu kommen noch Motive, Werte, Einstellungen und vieles mehr. Bei unserem Modell betrachten wir allerdings wirklich nur die Persönlichkeit. Diese gliedert sich in fünf Faktoren, die manchmal auch Dimensionen genannt werden. Neurotizismus steht für emotionale Instabilität, also den Umgang mit negativen Emotionen. Extraversion beschreibt Aktivität und zwischenmenschliches Verhalten. Gewissenhaftigkeit definiert den Grad an Selbstkontrolle, Genauigkeit oder Zielstrebigkeit. Verträglichkeit beschreibt Wesenszüge wie Verständnis, Wohlwollen oder Mitgefühl. Und fünftens, Offenheit für Erfahrungen, also das Interesse an neuen Erlebnissen und Eindrücken. Im Sinne der Visualisierung können alle Faktoren auf einer Skala dargestellt werden. Es gibt dabei keine guten oder schlechten Ausprägungen und ein einzelner Faktor für sich genommen ist kaum aussagekräftig. Aber halt! Damit ist das Modell noch nicht abgeschlossen. Zusätzlich werden die fünf Faktoren noch in jeweils sechs Facetten unterteilt. Erst dadurch erhalten wir einen umfassenden Einblick in die Persönlichkeit. Eine umfassende Einschätzung nach dem Fünf-Faktoren-Modell ist komplex. Dennoch kann man aus der Beobachtung von Personen erste grobe Vermutungen bilden. Und da wir das Thema in dieser Filmreihe veranschaulichen wollen, beschäftigen wir uns mit einer fiktiven Gruppe völlig unterschiedlicher, ebenso fiktiver Persönlichkeiten. Diese Gruppe verbringt viel Zeit miteinander. Sie arbeiten zusammen auf gleichberechtigter Ebene und obendrein sind sie miteinander auch privat befreundet. Wir nennen sie The Big Fives. Unsere lustige kleine Musikertruppe spielt nach eigener Aussage eine Art Mental Fusion Psycho Brain Rock. Weißt du Bescheid? Was auch immer das heißen mag. Sie wollen jedenfalls das nächste große Ding werden. Ja, wenigstens sind die fünf sehr hilfreich für unsere Erläuterungen zum Fünf-Faktoren-Modell. Wer diese fünf Persönlichkeiten sind und wie dieser zusammengewürfelte Haufen aus Charakterköpfen miteinander interagiert, veranschaulichen wir in den folgenden Filmen. In fünf Filmen.